Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Amen. Wo ist das Reich Gottes? Wann kommt es? Woran erkennt man es? Diese Fragen beschäftigte die Menschen zur Zeit Jesu. Wann hat endlich das Leiden und der Schmerz ein Ende? Wann gibt es endlich Frieden? In Lukas 17 finden wir folgende kurze Geschichte aus dem Leben Jesu. Pharisäer kommen zu Jesus und fragen ihn: Wann kommt das Reich Gottes? Jesus hört, lauscht und antwortet. Das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten kann. Man wird auch nicht sagen, siehe, hier ist es oder da ist es. Denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Die fragenden Gesichter hätte ich gerne gesehen. Mitten unter euch, die Königsherrschaft Gottes, mitten unter uns. Jesus will sagen, die Wirklichkeit Gottes, seine Herrschaft, ist da, wo er, Gott, wirksam ist, wo er wirken darf und wo wir ihn erfahren können. Und das geschieht schon jetzt und heute. In dem Leben Jesu, durch sein Leben war Gott wirksam, erfahrbar. In den Worten Jesu, in seinen Begegnungen mit den Menschen, leuchtet das Reich Gottes auf, schon jetzt, mitten unter uns. Nicht weit weg, sondern hier. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch heute, im Hier und Jetzt ist das Reich Gottes, die Gegenwart Gottes zu erfahren, weil er da ist, weil er wirkt. Sind wir offen dafür? Wir können bereits heute erfahren, ich bin nicht allein. Da ist die göttliche Liebe, die mich umfängt und trägt. Und das Reich Gottes leuchtet bereits auch da auf, wo wir Liebe leben, wo wir wie Christus die Liebe weitergeben, für andere da sind, gerade in dieser Zeit. Wann kommt das Reich Gottes? Wo ist es? Wo ist Gott wirksam? Nach Jesus, im Hier und Jetzt, mitten unter uns. Wenn ich diese Worte Jesu höre, kommt mir eine Erzählung von Martin Buber in den Sinn. Gelehrte Männer waren über folgende Frage eines Rabbiners überrascht. Wo wohnt Gott? Sie lachten über diese Frage. Was soll das? Gott wohnt doch überall. Der Rabbi aber beantwortete die eigene Frage mit einem kurzen Satz, der die Lacher verstummen ließ. Gott wohnt, wo man ihn einlässt. Amen. Tag soll es geben, da du sagen musst, niemand ist da, der mich mit Kraft erfüllt. Keinen Tag soll es geben, da du sagen musst, niemand ist da, der mir die Hoffnung stärkt und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft,
Stand war und unsere Hoffnung groß und Stärke, unsere Liebe. Wir beten mit einem Gebet, das Franz von Assisi zugeschrieben wird. Herr, mache mich zu einem Werkzeug deines Friedens, dass ich liebe, wo man hasst, dass ich verzeihe, wo man beleidigt, dass ich verbinde, wo Streit ist, dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist, dass ich Glauben bringe, wo Zweifel droht, dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält, dass ich Liebe entzünde, wo Finsternis regiert, dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt. Herr, lass mich trachten, nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste. Nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe. Nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe. Denn wer sich hingibt, der empfängt. Wer sich selbst vergisst, der findet. Wer verzeiht, dem wird verziehen. Und wer stirbt, der erwacht zum ewigen Leben. Amen. Und so segne und behüte uns der lebendige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.